Abend, meine Damen und Herren. Zu Hause vor dem Bildschirm und hier in der Friedrich-Ebert-Halle in Hamburg-Harburg. Puppen reden nicht. Hörst du mich? Puppen reden nicht. Das solltest du dir merken. Ja, meine Damen und Herren, Puppen reden nicht. Das ist für Sie der Titel unserer neuen Folge des Krimi-Ratespiels. Für mich, der ich nicht nur reden darf, sondern sogar reden muss, ist die kleine Schweigepause unserer reizenden Tippmamsell willkommene Gelegenheit, um für all diejenigen, die vielleicht heute Abend zum ersten Mal unsere Gäste sind, die Spielregeln zu erläutern. Kein blutrünstiger Krimi, und der vielleicht sogar noch in Fortsetzung, also kein blutrünstiger Krimi soll machen, dass sich Ihnen heute Abend die Nackenhaare sträuben, und den Mörder bekommen Sie ganz bestimmt nicht sozusagen frei Haus geliefert. Es geht darum, über die Indizien, die in unserer Krimi-Story versteckt sind, den Täter aufzuspüren, ihn logisch zu überführen, dem Täter auf die Spur zu kommen. Es genügt also nicht, den Namen irgendeines Verdächtigen zu nennen, auf diesen oder auf jene zu tippen. Nur der hat gewonnen, dem es gelingt, über die Indizien, über die Szenen also, die einwandfrei diese oder jene Person als Täter ausweisen. Nur jener darf mit Recht am Schluss der Sendung im Familienkreise triumphierend Umschau halten, und er kann sich dann vielleicht später einmal auf die Visitenkarte als Zusatz alias Sherlock Holmes drucken lassen. Spielen Sie also mit, und ganz gegen die übliche Gewohnheit, aus der heimischen Geborgenheit des Sessels heraus den Filmdetektiv arbeiten zu lassen, seien Sie heute Abend selbst dem Täter auf der Spur. Nochmal die Zeit, es ist 20.30 Uhr. Und nun weiter in unserem Unterhaltungsprogramm.
Sie rein, Madame Mouchon. Morgen, Monsieur Vernet. Geht's gut heute Morgen, Monsieur Vernet? Danke, es geht so. Bei mir geht's nicht so gut. Ja. Mein Bruder, wissen Sie, der aus der Tabakfabrik, der Nichtraucher, der mit der Gastritis, ja, ja, der hat gerade seine Frau verloren. Ach, das tut mir aber leid. Wissen Sie, wir sind ja schon seit 18 Jahren verkracht, aber es geht dann trotzdem durch und durch. Vor allem, weil ich nämlich im gleichen Alter bin wie meine Schwägerin. Ja. Nur 3 Tage Unterschied. Sie am 14. und ich am 17. Eine Frau, die nie krank war. Einfach so weg war sie. Ohne was zu sagen. Da denkt man schon mal nach. Ja, ja. Mein Mann sagt auch immer, heute noch auf Rosenkissen, morgen durch die Brust geschossen. Ja, ja. Ja, ja, wie das Leben so spielt. Albert, ja, dein Kaffee wird kalt. Ich komm schon. Soll ich mit dem Büro oder mit der Werkstatt anfangen? Morgens kommst du nicht auf den Federn. Wie Sie wollen. Wenn du mit Rasieren fertig bist, antworte doch. Gleich nicht gleich aufhörst. Komm doch mal hier. Ach, was geht's mich eigentlich an? Du hast wieder kein frisches Hemd angezogen. Das tut's heute noch mal. Zieh gefälligst dein frisches an. Mein armer Albert, wenn ich nicht da wäre, ich möchte das nicht. Was ist denn? Haben Sie geschrien? Madame Mouchin! Was ist denn passiert? Madame Mouchin! Sie ist ohnmächtig geworden. Ja, das sehe ich. Da, was stehst du noch rum? Hol Essig! Da. Was denn? Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte räumen Sie die Fahrzeuge der Polizei. Herr Böhm im Hof, Herr Kommissar. Ich war nur schon da. Inspektor Chanot ist auch schon da, ja? Bitte gehen Sie weiter, würden Sie bitte weitergehen. Achtung. Aber nur um die Ecke. Jawohl, der General meldet mich ab zum Kaffee trinken. Jetzt kommt Verstärkung. Sehr gemütlich sieht er aber nicht aus. Magenleiden. Mhm. Gastritis. Sie wissen doch, wie mein Bruder aus der Tabakfabrik. Bitte gehen Sie doch weiter. Aber man wird doch noch krank. Was ist hier los? Der Chef ist ermordet. Ermordet, mein Onkel? Nicht Ihr Onkel, Monsieur Chazal. Natürlich, Monsieur Chazal. Und ich habe ihn gefunden beim Ausfegen. Wann denn? Na, so gegen 7. Nein, ich meine, wann es passiert ist. Heute Nacht, natürlich. Aha. Weißt du denn, wer es war? Tja. Das brauchen Sie gar nicht. Niemand erst darf ins Haus. Anordnung vom Kommissar. Ach so. Wie ist er denn ermordet worden? Erschossen. Mit einem Revolver. In den Rücken. Zwei Einschüsse? Eine davon in die Herzgegend. Nach Aussage des Medizinmanns sofortiger Tod. Und von der Tatwaffe natürlich keine Spur? Nein. Nur die Patronenhülsen. 7,65. Hier. Gut. Ja, ihr könnt den Toten jetzt wegfahren. Was fabrizieren Sie denn hier in dem Laden? Spielzeug? Nein, Automaten. Aha. Und was bitte? So eine Art lebende Puppen für Reklame und Werbung. Sie erinnern sich, zu Weihnachten in den Schaufenstern der großen Kaufhäuser. Ja, ich erinnere mich. In ganz Paris gibt es davon nur 6 Firmen, die diese Puppen vermieten. Vermieten? Ja, natürlich auch reparieren. Und der Tote war der Chef hier? Nein, Chef. Einer der Chefs. Es sind 2 Inhaber. Chazal und Vernet. Es waren 2. Und welcher ist denn nun der Tote? Monsieur Chazal. Mir geht es wie unserem Publikum. Ich kann die Namen nicht behalten. Und Monsieur Vernet hat die Leiche gefunden? Ja, Sie wissen ja doch alles. Was fragen Sie mich dann noch? Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Kommissar. Der Mörder ist durch das Fenster eingestiegen. Fertig? Beinahe. Augenblick mal. Hier sehen Sie. Das Fenster zum Hof. Und seine Knochen braucht auch nicht zu riskieren. Ja, Moment mal. Wo sind denn die Scherben? Wovon? Ja. In der Scheibe. Musste sie doch einschlagen. Ja, musste er durchaus nicht. Es war gar keine Scheibe mehr drin. Was? Die Scheibe war durch Pappe ersetzt. Würden Sie mal dem Kommissar bitte zeigen. Hier sehen Sie. Die Pappe war lediglich durch Reißzwecken befestigt. Der Einbrecher, Dankeschön, braucht also von außen nur leicht dagegen zu drücken und schon... Und zu hören war auch nichts. Ja, das stimmt. Nur, er hätte ruhig Lärm machen können. Es wohnte niemand zum Hof hinaus. Hier sind nur Werkstätten und Büros. Haben Sie Fingerabdrücke? Jawohl, Herr Kommissar. Gut.
Dann nehmen Sie Vergleichsabdrücke von allen Leuten, die dieses Fenster gewöhnlich anfassen. Mit anderen Worten, von allen Leuten hier. Ja, ja, Chefpersonal eben alles. Übrigens, was hat er denn am Personal? Ja, da ist zunächst mal die Putzfrau, Madame Mouchin. Aber was soll ich Ihnen lange erklären? Sie sitzen sowieso alle draußen im Bistro. Kein Grund, durch anderer Leute Fenster zu steigen. Rufen lassen, Monsieur? Ja. Ja, das heißt, eigentlich wollte ich Monsieur Vernet sprechen. Ja, hier, ich bin hier. Ach so. Aber Sie sind Madame Vernet. Nein, Madame Tournel, Witwe Pornell. Ja, ist meine Schwester. Aha, ich bin Kommissar Bernard. Gehören, Monsieur. Also gut. Sie haben heute Morgen Monsieur Chazal um 7 Uhr ermordet aufgefunden. Und zwar da drüben in der Werkstatt. Nicht wir haben ihn aufgefunden, sondern die Putzfrau. Auch gut. Was ich aber vor allem wissen möchte, ist, wann haben Sie ihn zum letzten Mal lebend gesehen? Gestern Abend, so gegen 8:30 habe ich ihn zuletzt gesehen. Mein Bruder war im Theater. Ja, ja, in der Comédie Française. Und Ihr Kompagnon blieb hier? Ja, er war nicht gerade begeistert, aber an einer von unseren automatischen Puppen musste eine dringende Reparatur gemacht werden. Und da ich ja ausging, musste er es machen. Ich meine, er wollte mir einen Gefallen tun. So, und hat er lange dazu gebraucht? Ja, doch, doch. Das war eine ziemlich komplizierte Sache. So bis Mitternacht wird er schon gebraucht haben. Aber als ich gegen 1 nach Hause kam, schien mir alles ganz normal. Ich habe kein Licht gesehen, aber auch nichts gehört. Ich bin dann schlafen gegangen und erst heute Morgen. Weiß. Sie haben also keine Vorstellung davon, was sich hier abgespielt haben könnte. Aber wieso? Es war ein Einbrecher. Er ist durchs Fenster eingestiegen, wurde von Chazal überrascht und hat ihn umgebracht. Das ist doch ganz einfach. Ja, wenn es wirklich ein Einbrecher war. Na, natürlich war es einer. Wir sind doch bestohlen worden. Ja, ja. Ach so? Stell dich mal vor, 8000 Frauen sind verschwunden. Von wo? Auf meinem Schreibtisch im Büro. Darf ich Sie mal zeigen? Ja, bitte, gehen Sie vor. Hier, sehen Sie mal. Die Schubladen in beiden Schreibtischen sind aufgebrochen worden. Nein, nein, nicht anfassen, bitte. Oh, Entschuldigung. Aber in der Schublade hatten Sie das Geld aufbewahrt? Ja, ja, es war ja nur für kurze Zeit. Und sonst ist nichts gestohlen worden? Doch, doch, meine Pistole. Pistole? Ja, seit hier gelegen, hier links. Und sind Sie sicher, dass sie gestern Abend noch da war? Sicher, sicher. Jedenfalls habe ich erst heute Morgen gemerkt, dass sie nicht da war. Was für eine ist es denn? Bitte? Die Pistole, welches Kaliber? Ach so, 7,65. Oh, das ist gut. Ist sogar sehr gut. Bei dir war es immer so schön. Kinder, lauter! Hey, was machen die Masken am Studio? Hier stinkt der Besuch. Nur Checks, Madame Tess, bitte. Hey, wir müssen bezahlt. Ja, Madame Tess, du willst was verstehen. Auf, 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 auf. Welcher Vollidiot läuft in deinem Studio rum? Aufnahmeleitung. Nett haben Sie es hier. Sehr nett, sehr gemütlich und sehr geräumig. Ja, und was Ihre Herren von der Aufnahmeleitung angeht, da darf ich Ihnen sagen, dass sich die Herren ausgesprochen korrekt verhalten haben, indem sie mir den Zugang zu Ihrem Star, Madame, nicht verwehrt haben. Kamera 3, eine Großaufnahme für einen Spielführer. Inspektor Janot, Kriminalpolizei. Und nun, denke ich, haben wir genug geplaudert. Ich möchte jetzt mit Madame Chazal sprechen. Tut mir leid, Mademoiselle, aber ich muss Madame Chazal unter vier Augen sprechen. Schon gut. Monsieur Vernet hat mich angerufen, gerade als ich zur Probe wollte. Haben Sie nicht gehört? Sie haben doch Zigarettenpause. 5 Minuten Zigarettenpause. Und für mich ein Kopfschmerzmittel. Schnellwirkend. Und konnten Sie die Probe nicht absagen? Ich meine, es war doch immerhin Ihr Mann. Erstens habe ich einen Vertrag. Und ich erfülle meine Verträge. Zweitens waren unsere Beziehungen
Ich meine, zwischen Maurice und mir nicht so, dass ich jetzt die trauernde Witwe spielen muss. Drittens brauche ich das Geld. Nun, Madame, das alles sind Ihre Angelegenheiten. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wann haben Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen? Gestern Morgen. Er fuhr ins Geschäft und ich zur Probe. So. Aber er hat mich gestern Abend noch einmal angerufen. Mhm. Und wann war das genau? So gegen 8. Er wollte mir sagen, dass er erst später käme. Er hätte noch eine Reparatur auszuführen. Das würde bestimmt bis 11 dauern und ich sollte nicht auf ihn warten. Ja, waren Sie dann nicht beunruhigt, dass er überhaupt nicht mehr nach Hause kam? Sie sehen doch, was hier los ist. Bei dem Betrieb sind Sie abends wie gerädert. Ich habe mich hingelegt und war fest eingeschlafen. Ich bin erst heute früh aufgewacht, als das Telefon ging und Monsieur Vernet... Ja, ich weiß. Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Nein, das wäre alles. Im Augenblick jedenfalls. Und noch einmal, Madame, es tut mir leid. Ja, und nun will ich nicht mehr länger stören. Die Zigarettenpause ist zu Ende. Machen Sie nachher weiter, Chasseneuil. Heißt das Kaffeepause? Also meinetwegen. Wird prompt erledigt, Kommissar. Kommen wir doch noch einmal auf den Einbrecher zurück. Das ist ein Punkt, der mich etwas erstaunt. Und der wäre? Sie wohnen doch hier im Haus, Madame. Ja. Und Ihr Schlafzimmer ist dort oben? Ja. Und Sie waren gestern den ganzen Abend hier? Ja. Wie kommt es dann, dass Sie die Revolverschüsse nicht gehört haben? Ja, meine Schwester ist sehr schwerhörig. Haben Sie noch nicht bemerkt, dass ich ein Hörgerät trage? Mit dem Sie ausgezeichnet zu hören scheinen. Nur stellen Sie sich vor, zum Schlafen tue ich's raus. Ach, und dann hören Sie gar nichts mehr? Leider nein. Nicht mal Revolverschüsse? Darin habe ich noch keine Erfahrung, Monsieur. Ich weiß nur, dass ich letzte Nacht nichts gehört habe. Erinnern Sie sich noch daran, wann Sie Ihren Apparat abgelegt haben? Warum? Um zu wissen, ab wann Monsieur Chazal ermordet werden konnte, ohne dass es Ihre Aufmerksamkeit erregte. Ich hatte Migräne. Ich bin schon um 8 Uhr ins Bett gegangen. Ja, das stimmt. Meine Schwester lag im Bett, als ich wegging. Aha. Folglich sind wir keinen Schritt weiter. Wir können die Tatzeit höchstens zwischen Ihrem Weggang um 8:30 und Ihrer Rückkehr um... Um 1 Uhr nachts. ...vermuten. Ja, und da fällt mir ein, mein Kollege hat mir eben mitgeteilt, dass ihn Madame Chazal angerufen hat und ihm gesagt hat, dass ihr Mann sie gestern Abend einmal angerufen habe, um ihr mitzuteilen, dass er keinesfalls vor 11 Uhr nach Hause käme. Wo ist er? Verzeihung, wer? Der Automat, den Monsieur Chazal gestern Abend noch reparieren wollte. Ach so, Sie meinen diese kleine Sekretärinnenpuppe. Wir nennen sie die Tippmamsell. Wollen Sie sie sehen? Ja. Na, funktioniert sie? Tja, weiß ich nicht. Probieren Sie es doch mal. Mhm. Das bedeutet, der Einbrecher ist nach 11 Uhr gekommen. Und hier besonders hübsch, Inspektor, die Fingerabdrücke von Roger Pornel, dem Neffen von Monsieur Vernet. Und das ist... Einer der Abdrücke vom Fenster. Für was halten Sie mich eigentlich? Ergebnis? Alles laut aus dem Haus. Folglich, der Täter trug Handschuhe. Oder er war aus dem Haus. Darf ich dazu bemerken, Chef, dass unsere Kollegen vom Fingerabdrucksdezernat steif und fest behaupten, sie haben die Abdrücke aller Personen, die zum Hause gehören, sichergestellt. Mit einer Ausnahme. Marcel Pommara. Der Arbeiter? Genau der. Und sein Alibi für den fraglichen Abend ist auch keineswegs überzeugend. Immerhin, der Bursche konnte durchaus wissen, dass das Geld im Schreibtisch war und dass Vernet ins Theater wollte. Aber er konnte nicht wissen, dass Chazal in der Werkstatt bleiben würde. Kümmern Sie sich doch noch mal um sein Alibi. Übrigens, stimmt es, dass Madame Chazal, na die Witwe, die Sie heute Morgen im Fernsehstudio besucht haben? Ich weiß gar nicht, warum Sie es so erregen, Chef. Ich werde diese Dame ohnehin nicht vergessen. Stimmt es, dass die aus Deutschland stammt? Allerdings. Ich habe mir erlaubt, noch Folgendes hinzuzufügen. Chazal hat sie über eine Geschäftsreise in Deutschland kennengelernt. Mhm. 2 Jahre waren Sie erst verheiratet. Entschuldigung, Herr Kommissar. Ihr Büro sagt, Sie sind hier? Ja, offensichtlich. Und? Ein junges Mädchen möchte Sie sprechen. Gut, soll reinkommen. Bitte? Danke. Und ein besonders hübsches wollte er hinzufügen. Mademoiselle, was kann... Moment. Ich
kenne Sie doch. Ich arbeite bei Monsieur Chazal und Vernet. Und was machen Sie da? Ich nähe die Kleider für die Puppen. Ja, für die Puppen, die sie anzieht. Richtig. Und was wollen Sie mir erzählen? Also, gestern Abend der Tod von Monsieur Chazal und... Ich glaube, das besprechen wir besser in meinem Büro. Und die Vernehmung und das alles, da habe ich doch noch etwas Wichtiges vergessen. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Komm, erzählen Sie mal. Also, gestern Abend war sehr viel zu tun. Und da bat Monsieur Chazal uns, nach sechs doch noch etwas zu bleiben. Und... Sehen Sie, er nimmt die Geige nicht hoch. Tatsächlich. Ein süßes Kerlchen. Ja, was wollen wir machen? Soll ich ihn auseinandernehmen oder... Warten Sie mal. ...schicken wir ihn zurück? Hören Sie, Chazal! Ja, ich war selber. Ah, entschuldigen Sie bitte. Nein, bitte, wir sind fertig. Ich wollte Ihnen noch etwas zeigen. Ja, ich komme. Der Kopf bewegt sich nicht. Ja, Monsieur Chazal kommt gleich. Also, wir reden nochmal darüber. Ja, jetzt haben Sie sich zu entscheiden. Immerhin, Sie gehen ganz schön ran. Finden Sie nicht? Ja, was soll ich denn machen, mein lieber Peugeot? Versetzen Sie sich doch mal in meine Lage. Unser deutscher Lieferant erhöht die Preise. Das zwingt mich doch mitzuziehen, ne? Ja, muss ich eben sagen, da kann ich nicht mehr mit. Also, Sie überlegen sich die Sache nochmal und wenn Sie einverstanden sind, dann rufen Sie mich an und ich liefere Ihnen morgen den Zigeuner. Verstehe Sie, ja. Ich rufe Sie an. Ich verlasse mich darauf. Aber ich sage Ihnen, ich verstehe Sie, ich rufe Sie an. Hier oben klemmt der Kopf. Ja. War das der Kunde für den Zigeuner? Ja. Wir haben ihn gerade ausgepackt, der ist nicht in Ordnung. Der Kopf dreht sich nicht und er kann die Geige nicht hochnehmen. Ja, Hauptsache, er bewegt sich überhaupt. Sollen wir nicht zurückschicken? Ach, kommt doch gar nicht in Frage. Also schön, Pomara, nehmen Sie ihn morgen auseinander. Nein, du machen Sie mal gar nichts dran. Das ist nicht in Ordnung bringen. Lassen Sie es bitte bleiben, werden. Ich sage Ihnen, das ist doch nicht so wichtig. Kommen Sie lieber mal mit. Wenige Minuten später, Pomara war schon gegangen und ich hatte gerade meine tägliche Streiterei mit Roger hinter mir, kamen unsere beiden Chefs zurück. Sagen Sie mal, Roger, Sie waren heute Nachmittag allein im Büro, ne? Ja, warum? Zeigen Sie mir Ihre Brieftasche. Meine Brieftasche? Es geht hier nur darum, ein Missverständnis aufzuklären. Ein Missverständnis? Ich habe heute Morgen 8.500 Franc in die Schreibtischschublade getan. Jetzt sind nur noch 8.000 drin. Ja, 500 fehlen also. Na ja, und? Einer von uns dreien muss sie genommen haben. Und da willst du allen Ernstes behaupten, ich hätte das Geld geschmissen? Nein. Ich nicht, aber... Es ist ja nicht das erste Mal, dass in diesem Büro Geld weggekommen ist. Also jetzt machen Sie keine Geschichten, zeigen Sie uns Ihre Brieftasche. Ich habe sie nicht, Ihre 500 Pieten. Ich sage es Ihnen, ich habe sie nicht. Genügt das? Komm, reg dich nicht auf, du hast ja nichts zu befürchten. Denn das ist ja ganz einfach. Entweder Sie lassen sich durchsuchen oder Sie verlassen das Haus. Was? Sie haben die Wahl. Also, Chazal, komm, sei doch vernünftig. Ach, vernünftig? Ich bin vernünftig. Aber du hast dich doch von dem Kerl wieder beschwatzen lassen, wie gewöhnlich. Seit Jahr und Tag lässt du dir alles von ihm gefallen. Wenn er dich bespucken würde, würdest du dich hinterher noch bedanken. Zum Kotzen. Also bitte vergiss nicht, dass ich dein Onkel bin. Ein Würstchen bist du. Ein Trottel. Und sind Sie jetzt fertig? Ja, ich bin fertig, fix und fertig. Und ich hau ab. Saubande. Na, was hab ich Ihnen gesagt? Ach, Chazal, er hat doch gar nichts zugegeben. Ja, wer soll's denn sonst gewesen sein? Ja, aber ihn so einfach rauszuwerfen. Das war seine eigene Entscheidung. Ja, ich denke nur an meine Schwester. Für sie wird das ein schrecklicher Schlag sein. Also, mein Lieber, mit Ihren Familiengeschichten möchte ich nichts zu tun haben. Chazal Vernet Automatik. Ja. Ah, Monsieur Lefer. Was denn, morgen früh? Und das war eine Zusage? Nein, das geht schon in Ordnung. Der Kunde ist König. Ja. Sie können sich darauf verlassen. Ja. Na, Monsieur. Lefer will morgen früh die Tippmamsell haben. Würden Sie das bitte veranlassen? Die Tippmamsell? Die Mittelachse ist doch gebrochen. So, Mittelachse gebrochen. Sie haben Pomara gehen lassen. Von dem Termin wusste ich ja nichts.
Ja, dann müssen Sie die Reparatur eben selber ausführen. 3 Stunden werden Sie ja wohl damit fertig sein, oder? Das geht nicht, Jean-Saint. Das ist wirklich ganz unmöglich. Ich habe heute Karten für die Comédie Française. Aha. Was wollen Sie denn wieder sehen? Madame Chrysanthème? Wie kommen Sie eigentlich auf Madame Chrysanthème? Naja. Also mit anderen Worten, ich muss jetzt die Arbeit selber machen. Ja, tut mir wirklich leid, dass Sie damit belästigen muss. Naja, das ist schon gut. Ist noch was, Monsieur Chazal? Ach, Sie wollen wohl auch schon gehen? Ja, aber wenn Sie noch irgendetwas brauchen? Ja, seien Sie doch so nett, holen Sie mir ein Sandwich aus dem Bistro. Mhm. Ich zog mir den Mantel an und ging. Auf der Straße bemerkte ich sofort, dass Roger auf mich wartete. Aber ich tat so, als hätte ich ihn überhaupt nicht gesehen. Schließlich, Herr Kommissar, was der sich einbildet. Nur weil er der Neffe vom Chef ist. Ja, da ist heute geschlossen, Mademoiselle Ninette. Ja. Kann ich Sie noch woanders hinfahren? Danke, ich verzichte. Das Bistro an der Ecke war geschlossen, also musste ich bis zum Boulevard gehen. Und ich bin erst eine Viertelstunde später wiedergekommen. Sind Sie immer noch da? Wieso, interessiert Sie das? In der Werkstatt hatte Madame Pournel einen furchtbaren Streit mit Monsieur Chazal wegen Rogers Rauschmiss. Glauben Sie ja nicht, dass ich mir das so einfach gefallen lasse. Da kennen Sie mich aber schlecht. Darüber werden wir noch sehr ausführlich miteinander reden. Das verspreche ich Ihnen. Ganz gewiss, Madame. Wir werden darüber reden. Hier bitte, Monsieur. Danke. Was hat's gekostet? 3 Frau. Darf ich's morgen bezahlen? Mhm. So, jetzt geht's hübsch nach Hause. Ich hole nur noch mein Kopftuch. Mhm. Sagen Sie, Chazal, haben Sie vielleicht meine Brille gesehen? Nein. Ach, Vernet. Ja? Finden Sie nicht, dass es langsam Zeit wird, Ihre Schwester darauf vorzubereiten, dass ich hier künftig das Wort führe? Ja, jetzt hier schon beibringen. Und dann nehmen Sie doch bitte zur Kenntnis, dass das das letzte Mal gewesen ist, dass ich hier Ihre Arbeit mache. Ja, ja. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar. Eva, entschuldige, ist ein Sandwich. Warte nicht mit dem Essen auf mich, es wird spät, hier habe ich noch was zu tun. Na, Reparatur, ja. Also, gegen 11 wahrscheinlich. Nein, er geht ins Theater. Na, er geht doch schon schlafen. Also, ich gehe jetzt, Monsieur Chazal. Bis morgen. Was? Nein, Quatsch, ich habe hier mit Ninette gesprochen. Ach, übrigens, noch was. Peugeot war hier, weißt du, Monsieur Peugeot. Also, wenn der anruft. So, das war's, was ich Ihnen erzählen wollte. Danach bin ich dann nach Hause gegangen. Ja, ja, und als Sie weggingen, war da der Neffe. Wie heißt er gleich? Roger. Ja, war der noch auf dem Hof? Nein, er war schon weg. Und sein Wagen? Auch. Wie lange arbeitet er bei seinem Onkel? Oh, etwa ein Jahr. Und was macht er in der Firma? Ach, nichts Besonderes. Besorgung, Lieferungen. Na schön. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch. Und nun gehen Sie mal nach nebenan. Dort werden Ihre Aussagen protokolliert und Sie unterschreiben sie. Ah, Jeannot, ich wollte Ihnen gerade diese junge Dame hier anvertrauen. Sie hat heute Morgen ein paar Kleinigkeiten vergessen. Das wollen wir schwarz auf weiß festhalten. Mit Vergnügen. Danke. Gehen Sie schon mal vor, ich komme gleich nach. Mhm. Hier, lesen Sie das mal. Was? Na, das da. Interessant, nicht? Oh ja. Ich kann mich doch auf Sie verlassen, Monsieur Vernet. Darf ich sagen, mein Freund? Selbstverständlich, Madame. Machen Sie sich wirklich keine Sorgen. Ich kümmere mich um alles. Das ist nett. Ich mache mir direkt Vorwürfe, dass ich Sie mit all diesen Dingen belasten muss. Ich muss ins Studio. Sie wissen doch, heute Abend die Sendung. Ja, ja, ich drücke Ihnen die Daumen. Zum Fernsehstudio. Augenblick! Halt! Was machen Sie denn da? Das sehen Sie doch. Wir transportieren den Zigeuner. Und wozu? Um ihn wegzuschicken. Der Kunde wartet schon auf die Lieferung. Ist nicht mehr nötig. Was soll denn das heißen? Ich habe ihm doch versprochen, dass er ihn heute noch bekommt. Er kriegt ihn nicht. Ja, was soll ich ihm denn sagen? Ich werde ihn selbst anrufen. Bitte, bitte, wie Sie meinen. Ein schöner Auftritt, selbst für einen Fernsehstar. Mach du, lieber Onkel, parierst.
Es ist nicht zu fassen. Du bist doch der Chef hier, oder? Nein. Ich bin hier der Chef jetzt. Ja? Zu 30%, wenn Sie das meinen. Zu 80%, wenn Sie das meinen. Peter Roger, lass das meine Sorge sein. Also, Madame, wie gesagt, Sie können sich ganz auf mich verlassen. Das will ich hoffen. Bis morgen, Monsieur. Auf Wiedersehen, Madame. Ich lade die Puppe wieder ab. Sag mal, lieber Onkel, was soll denn das heißen mit Ihren 80%? Chazal hatte doch gar keine 80% Anteile. Ich hab dir schon gesagt, es geht ihn nichts an. Aber meine Mutter geht das ganz bestimmt was an. Wollen wir wetten? Also, was hast du mit den Anteilen gemacht? Ich habe sie Chazal verkauft. Was? Du hast sie verkauft? Ja, bis auf 20%. Wann? Nach und nach. Ohne mit mir darüber zu reden? Ja, sie gehört mir. Ich habe doch das Recht, sie zu verkaufen. Du hast das Recht! Und mein Sohn? Was soll denn aus ihm werden, wenn du uns beide zu Bettlern machst? Das alles ist nur meine Angelegenheit. Meine auch? Nein. Was? Nein. Das ist meine Angelegenheit. Das geht dich nichts an. Und ich hab jetzt genug davon, dir über alles Rechenschaft abzulegen. Das steht mir bis hier. Ja, bis hier. Entschuldigung, ich hatte geklopft. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein. Gibt's was Neues, Herr Kommissar? Ja, so muss man es schon nennen. So, wirklich? Ach, werfen Sie doch mal einen Blick in die Zeitung. Nein, nein, bleiben Sie doch hier. Ich wollte Sie ohnehin an unserem Gespräch beteiligen. Na, ich wüsste nicht, was ich Ihnen zu sagen hätte. Beispielsweise, dass Monsieur Chazal Sie gestern Abend rausgeworfen hat, weil Sie 500 Franc gestohlen haben sollen. Ich habe Sie nicht gestohlen. Aber er hat Sie rausgeworfen. Und bis zum Beweis des Gegenteils halte ich das für ein ausreichendes Motiv. Gut, Sie haben ein Motiv. Aber ich habe auch ein Alibi. Das dachte ich mir. Und Sie können sich darauf verlassen, wir werden das sorgfältig überprüfen. Würden Sie uns jetzt bitte allein lassen? Warten Sie draußen. Geh, Roger. Sie auch, Madame. Und ich? Ja. Nun, haben Sie es gefunden? Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen. Aber ich bitte Sie, das springt einem doch in die Augen. Sie waren doch gestern Abend im Theater, in der Comédie Française. Ja? Und was lesen Sie da unter der Rubrik Theaternotizen? Die Comédie Française war gestern ausnahmsweise geschlossen. Ist ärgerlich, nicht? Ich warte auf Ihre Erklärung. Ja, ich gebe es zu, ich war nicht im Theater. Sie werden es mir nicht glauben, aber das habe ich mir beinahe gedacht. Aber alles andere ist wahr. Ich habe Chazal um 8:30 verlassen und bin erst um 1 nach Hause gekommen. Das können Sie mir glauben. Ja, das möchte ich ja gern tun, wenn Sie mir sagen, wo Sie waren. Ich war bei Freunden. Sagen Sie mir Ihren Namen, wie heißen diese Freunde und wo wohnen Sie? Nun? Nein, bitte fragen Sie mich nicht danach, ich kann es Ihnen nicht sagen. Als eine Frau. So, jetzt ist Schluss mit den Kindereien. Ich verliere allmählich die Geduld. Ihr Name, Ihre Adresse. Madame Larocque, Rue Mérousse 7, Levallois. Gut, machen Sie sich fertig, ich nehme Sie mit. Was denn, zu ihr? Nein, zu mir. So, auf die Polizei. Ja, wenigstens so lange, bis ich Ihre Angaben überprüft habe. Sie müssen mir glauben. Ich lüge nicht. Ich glaube Ihnen ja auch. Aber immerhin sich es wohl sicher zu sein, dass Sie die Dame nicht anrufen, sobald ich Ihnen den Rücken gekehrt habe. Hallo? 6 mal 12 weniger 5 ist... Guten Tag. Tag, Monsieur. Sie wünschen? Wohnt hier Madame Larocque? Mama ist weggegangen. Und macht Besorgung. Ach so. Entschuldigen Sie, sie kommt aber gleich wieder, hat sie gesagt. Und ich mache Schularbeiten. Na gut, dann kümmere dich mal gar nicht um mich. Das ist Pupusch. So, das ist Pupusch. Ja, der Onkel aus Saint-Étienne. Kennst du ihn denn nicht? Doch, natürlich kenne ich ihn. Ich weiß sogar, dass er dich gestern Abend besucht hat. Ja, und da hat er mir diesen Hasen mitgebracht. Willst du ihn mal streicheln? Mhm. Madame Larocque? Guten Tag, Monsieur. Das ist ein Freund von Pupusch. Bitte entschuldigen Sie, dass ich mir erlaubt habe, hier auf Sie zu warten. Oh, bitte sehr. Sie kommen von Monsieur Vernet?
Nein, eigentlich nicht. Ach, Martin, geh doch wieder in den Garten und mach deine Schularbeiten fertig, ja? Kommissar Bernard, Kriminalpolizei. Ist ihm etwas zugestoßen? Nein, nein, Monsieur Vernet ist völlig gesund. Ich möchte nur wissen, ob Sie ihn kürzlich gesehen haben. Und warum? Darf ich Sie bitten, zunächst meine Fragen zu beantworten, in seinem Interesse? Gestern. Er hat den Abend hier verbracht. Von wann bis wann? Er ist so gegen 9 Uhr gekommen. Und wann ist er gegangen? Es mag so gegen 12:30 gewesen sein, aber ich bitte Sie, was ist denn passiert? Sein Kompagnon wurde getötet. Monsieur Chassal? Ja, ermordet. Letzte Nacht. Mein Gott. Und wo? In Paris. Ach. Wundert Sie das? Nein. Also doch. Das heißt, die beiden haben ihre Fabrik nie allein gelassen. Einer blieb immer da. In Saint-Étienne? Ja, natürlich. Ich hoffe nur, dass Monsieur Vernet keine Unannehmlichkeiten hat. Monique! Ja, dann wird das Beste, dass Sie mir nichts verschweigen über die Beziehungen, die zwischen Ihnen bestehen. Er bedeutet mir sehr viel. Er ist mein Freund, mein Ratgeber, manchmal etwas autoritär, aber ich kann mich immer auf ihn verlassen. Als ich ihn kennenlernte, war ich allein, hatte ich eine sehr schlechte Zeit. Ich hatte gerade meinen Mann verloren. Und ich weiß nicht, was ohne Monsieur Vernet aus meiner Tochter und mir geworden wäre. Materiell und moralisch. Kennen Sie ihn schon lange? Bald 2 Jahre. Und hat er Ihnen nie vorgeschlagen, Sie zu heiraten? Er hat mir nie verschwiegen, dass er das nicht kann. Warum nicht? Seine Frau ist sehr krank und er ist eben zu anständig. Ach, dann sehen Sie ihn sicher nicht sehr oft. Jedes Mal, wenn er nach Paris kommt. Leider nur 2-mal im Monat und das oft nur zwischen 2 Zügen. Ja, seine Geschäfte nehmen wohl stark in Anspruch. Ja, sehr stark. Umso mehr, als er an seinem Kompagnon nur wenig Unterstützung fand in der Leitung der Fabrik. Aber das ist wohl eine große Fabrik. Ja, ziemlich. Und was wird da fabriziert? Waffen natürlich. Ach ja, natürlich, in Saint-Étienne, klar. Waren Sie schon mal dort? Nein, nie. Ich habe nur sehr wenig Zeit, seit er mich hier eingerichtet hat. Da ist meine Tochter und da ist das Geschäft. Sie sehen also, in unserer Beziehung gibt es nichts Geheimnisvolles. Ja, Madame. Ich sehe vieles schon sehr viel klarer. Darf ich nicht mal telefonieren? Nein, verboten. Es ist jetzt 8 Uhr durch. Zu Hause werden Sie sich beunruhigen, fürchte ich. Sie sind doch kein verlorenes Kind. Oder? Inspektor Janot ist schon weggegangen. Er ist noch gar nicht hier gewesen, Herr Kommissar. Aha. So, nun zu uns beiden. Kommen Sie herein. Und setzen Sie sich, Pupusch. Was machen Sie da für ein Gesicht? Haben Sie etwa Angst? Nein. Setzen Sie sich doch. Weshalb sollten Sie auch Angst haben? Madame Larocque hat Ihr Alibi vollauf bestätigt. Sie waren den Abend bei ihr und haben sie erst um 12:30 verlassen. Deshalb habe ich auch nicht die Absicht, Sie noch länger aufzuhalten. Sie können Ihren Zug nehmen. Ein Zug? Ja, nach Saint-Étienne, wo Ihre arme, kranke Frau auf Sie wartet. Ach so. Das hat sie Ihnen also erzählt? Ja, wir haben ein bisschen über Sie geplaudert. Und? Was? Wir haben mir alles gesagt. Was denn? Na, die Wahrheit. Ich hatte keinerlei Veranlassung, der guten Frau ihre Illusionen zu nehmen.
Aber was ich gern verstehen möchte, ist, warum spielen Sie diese Komödie? Wollten Sie vor ihr angeben oder spielen Sie die Komödie nur vor sich selbst? Anfangs hat es mir geholfen und dann... Wenn man einmal angefangen hat zu lügen, dann kann man nicht mehr zurück. Sie müssen das verstehen. Ich habe mir etwas geschaffen, eine kleine Familie, ein Zuhause, das mir wirklich ganz allein gehört. Eine Familie ohne Schwester, ohne Neffen, wo Sie jemand sind, zweimal im Monat. Ja, ist doch besser als gar nichts. Von mir aus, wenn es Ihnen Spaß macht. Ich habe nichts dagegen. Es geht mich auch gar nichts an. Alles, was ich wissen wollte, war, was Sie gestern Abend gemacht haben. Das weiß ich nun, es ist in Ordnung. Sie können gehen. Hallo, Chef. Ich war bei Ihnen gegen sechs. Ich habe mir die Füße wund gelaufen, weil ich das Alibi von diesem Neffen, dem Roger, gern zerpflückt hätte. Dicht ist es auf jeden Fall nicht. Außerdem ein ziemlich windiger Bursche mit erheblichen Schulden. Auf alle Fälle lasse ich ihn beobachten. Vielleicht ist er dumm genug und gibt das Geld auf einen Schlag aus. Tja, wenn er es geklaut hat. Wenn er es geklaut hat, nicht wahr, Chef? Ach, übrigens, das Alibi von Pomerat, diesem Arbeiter, ist astrein. Den können wir abschreiben. Ja, das wär's. Und noch was, Chef. Schlagen Sie sich nicht mitten in der Nacht drei Spiegel an die Pfanne. Sonst haben Sie morgen wieder Leberbeschwerden. Gute Nacht. Das waren die Spätnachrichten. Es ist jetzt 1.35 Uhr. Wir setzen unser Programm fort mit Unterhaltungsmusik. 2. Ausnahmsweise für Minuten nicht im Dienst. Was? Bernet, eine Kugel in der Schulter? Ja, dann sagen Sie dem Arzt, er soll ihm eine Beruhigungsspritze geben. Ja, wenn er nicht vernehmungsfähig ist, kann ich nicht mit ihm sprechen, das ist klar. Aber seine Schwester ist doch ansprechbar. Na gut, ich bin in 10 Minuten da. Hier hat er gelegen. Ja, bitte, erzählen Sie weiter. Als ich den Schuss gehört habe, bin ich sofort aufgestanden und runtergelaufen. Aber das Licht funktionierte nicht. Und als ich die Sicherung glücklich wieder drin hatte, habe ich dann gesehen, was passiert war. Und als Sie Ihren Bruder fanden, war er da besinnungslos? Ja, zuerst schon, aber als er wieder zu sich kam, sagte er, er hätte hier unten ein Geräusch gehört. Ja, hat er jemand gesehen? Nein. Und als ich kam, war der Mörder längst auf und davon. Der Mörder? Und natürlich der Mörder. Ich meine, das muss doch derselbe gewesen sein, der Chazal erschossen hat. Wieso?
Zum Beispiel, weil er wieder durch das Fenster reingekommen ist. Ja, das ist einleuchtend. .765. Was ist? Die Patronenhülse. Von hier aus ist auf Ihren Bruder geschossen worden. Ja, da hatte der Mörder ja nicht weit bis zum Fenster. Haben Sie festgestellt, ob was gestohlen worden ist? Ich habe mich um meinen Bruder kümmern müssen. Ich hatte noch keine Zeit nachzusehen. Ja, natürlich. Aber da ist noch etwas, das ich gern wissen möchte. Und das wäre? In der Mordnacht fielen 2 Schüsse und die hörten Sie nicht. Und heute Nacht fällt nur 1 Schuss und den hören Sie. Ganz einfach. Ich hatte mein Hörgerät an. Ach, schlafen Sie damit? Nein. Ich war nachts aufgewacht, konnte nicht wieder einschlafen. Da habe ich mir ein Buch geholt und habe gelesen. Ach, und zum Lesen brauchen Sie ein Hörgerät? Ich hatte das Radio angestellt zur Unterhaltung. Mitten in der Nacht? Hören Sie nachts nie Radio? Nein, weiß Gott nicht. Ich tu's. Ein neuer Tag, ein neues Glück, pflegt mein Kollege Janot zu sagen. Und er hatte Glück. Neffe Roger ließ Inspektor Janot nicht über Gebühr warten. Kurz vor 10 verließ er sein Hotel, in dem er seinen ständigen Wohnsitz hat. So kam sein Schatten Janot bei strahlender Sonne zu einer dienstlichen Stadtrundfahrt. Wie sagt er doch immer, ein neuer Tag, ein neues Glück. Zachanassian-Diamanten, bitte. Danke vielmals. Was wollen Sie denn nun schon wieder? Sie haben doch gesagt, ich soll in einer Stunde wiederkommen. Ja, es ist gut. Aber es dauert noch einen Augenblick. Was soll das heißen? Mein Geschäftspartner ist gerade dabei, die Steine zu untersuchen. Warten Sie einen Augenblick. Ich will mal sehen, ob er schon fertig ist. Guten Morgen, mein Freund. Na, machen wir den Familienschmuck flüssig? Kommissar Bernard. Was wollen Sie von mir? Ach, ich habe schon immer eine Vorliebe für nette Steinchen gehabt und sie doch auch nicht sehe. Na, willst du uns schon wieder verlassen? Bleiben Sie doch noch. Wollen wir nicht ein bisschen fachsimpeln? Unter Kennern? Ah, ich habe jetzt endgültig die Schnauze voll. Das macht nichts. Bei uns darfst du auch mit vollem Mund reden. Ach, bei mir läuft alles schief. Ich habe die Steine per Zufall gefunden. Per Zufall? Und Sie sagen, Sie haben kein Glück. Was wollen Sie denn noch mehr? Oder finden Sie auch öfter Diamanten per Zufall? Aber natürlich, Chef. Jeden Morgen hebe ich einen auf. Durch Zufall.
Eigentlich immer, wenn ich von zu Hause weggehe. Naja, einen, aber gleich 25 Diamanten mit 72 Karat. Das sind unter Brüdern 3 Millionen. Das ist ein merkwürdiger Zufall, wirklich. Ich habe ja nicht gewusst, dass es Diamanten sind. Aber du hast sie doch zum Diamantenhändler gebracht. Nun komm, Junge, erzähl schon. Naja, ich habe eine ganze Weile schon was geahnt. Jedes Mal, wenn wir neue Puppen aus Deutschland bekamen, hat Chazal eine beiseite gestellt. Immer für den gleichen Kunden. Und außer ihm durfte niemand dran rühren. Die letzte Lieferung kam vorgestern. Unter anderem war auch der Zigeuner dabei. Und als Pomerat ihn ausprobierte... Pomerat? Der Arbeiter. Ja, da hat er gemerkt, dass der Kopf nicht funktionierte. Das war genau die Puppe, die Chazal beiseite stellte. Ja, da musste doch was faul sein. Und als seine Frau gestern auch noch uns verboten hat, den Zigeuner aufzuladen, da wollte ich es ganz genau wissen. Ich bin bis nach 6 noch da geblieben und als Pomerat und die Kleine weg waren, da habe ich dem Zigeuner den Kopf abgenommen. Er war mit Holzwolle ausgestopft. Ja, und darin habe ich die Steine gefunden. Naja. Bevor wir die Geschichte glauben, da wollen wir uns den Zigeuner doch mal ansehen. Ja, hier ist er auch nicht. Sehen Sie ihn irgendwo? Ich werde wahnsinnig. Ich wette meinen Kopf, dass er gestern hier stand. Gestern Abend vielleicht, aber nicht heute Morgen. Ich bin doch nicht bekloppt, ich hätte ihn doch gesehen. Ja, ich verstehe das auch nicht. So? Dann will ich es Ihnen erklären. Nicht gestern Abend, sondern in der Nacht waren Sie hier, um im Kopf des Zigeuners nach den Steinchen zu suchen. Wie bitte? Ja, und als Sie die Sicherung herausschraubten, haben Sie Lärm gemacht. Ihr Onkel kam herunter. Sie haben auf ihn geschossen und sind mitsamt der Puppe abgehauen. Was? Auf meinen Onkel ist geschossen worden? Ach, das wissen Sie noch gar nicht. Diese Nacht? Natürlich diese Nacht. Ja, aber dann lässt sich doch alles erklären. Es muss derjenige gewesen sein, der ihn bestehlen wollte. Richtig. Sie. Ich. Natürlich, immer ich. Warum wollen Sie mir das auch noch aufhalsen? Schluss jetzt, mir reicht's. Monsieur Bernard? Ja? Nichts für ungut. Aber er kann es gar nicht gewesen sein. Wieso nicht? Sie vergessen meine kleine Tonbandnachricht von gestern Abend. Der Junge ist ununterbrochen überwacht worden. Er hat sein Hotel die ganze Nacht nicht verlassen. Und Sie vergessen, dass eine kleine Passage in Ihrer Tonbandnachricht von gestern Abend aussagt, dass sein Alibi durchaus nicht dicht ist. Was gebe ich auf mein Geschwätz von gestern Abend, Chef? Eben. Für wen hat Monsieur Chazal diesen Zigeuner reserviert? Für ein Monsieur Peugeot. Er hat ein Schuhgeschäft. Wissen Sie, im Schuhhandel ist es wie überall, mal oben, mal unten. Und die Konkurrenz schläft nicht. Da muss man sich schon was einfallen lassen, wenn man die Nase vorn behalten will. Da bin ich auf diese automatischen Puppen gekommen. Aber ich meine, was so ein Ding im Kopf hat, also da nachzusehen, auf die Idee bin ich nie gekommen. Warum wollten Sie ausgerechnet diesen Zigeuner für Ihr Geschäft haben? Und den oder einen anderen. Ich habe das alles Chazal überlassen. Ich war mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Und trotzdem wollten Sie diesen Zigeuner nicht bezahlen? Ja, das ist eine Prinzipienfrage. Chazal hatte die Preise erhöht, ohne dass ich etwas davon wusste. Aber Sie haben sich dann doch mit den neuen Preisen abgefunden und die Lieferung des Zigeuners ausdrücklich verlangt. Nein, so wichtig war das wirklich nicht. Und warum hat dann Madame Chazal die Lieferung der Figur ausdrücklich untersagt? Das ist das Erste, was ich höre. Was bezwecken Sie eigentlich mit Ihrer Fragerei? Das will ich Ihnen gerne erzählen. Aber nicht hier. Sonst denken Ihre Kunden doch, ich würde mich über Ihre Schuhe beschweren. Kommen Sie. Ah, Sie kennen sich ja schon aus, Madame. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Sie müssen erschöpft sein nach der Sendung gestern Abend. Ich hätte leider keine Zeit, Sie zu sehen, aber ich höre nur Gutes. Apropos, was können Sie mir erzählen? Ich kann Ihnen gar nichts erzählen. Ich weiß nichts. Wirklich nicht? Ach, dann kommen Sie doch bitte mal mit nach nebenan. Na, kommen Sie schon. Ich glaube, ich brauche die Herrschaft nicht miteinander bekannt zu machen. Gut. Na, haben Sie mir jetzt etwas zu sagen? Nein. Und jetzt? Ich brauche Ihnen noch nicht zu erzählen, wie ich an diese Steine gekommen bin. Also gut. Ich bin eigentlich ganz froh, dass alles vorbei ist. Jetzt, wo Maurice tot ist,
Denn jetzt geht es auch um meine Karriere, um meinen Ruf. Er hat ihn umgebracht. Wer? Monsieur Peugeot? Das müssen Sie schon beweisen, Madame. Nur er kann es gewesen sein. Und er soll bezahlen. Ja, das glauben Sie. Aber ich brauche Beweise, Madame. Sie haben doch die Diamanten bei ihm gefunden. Ja, natürlich. Aber meinen Sie nicht auch, es wäre besser, Sie erzählen mir Ihre Geschichte von Anfang an? Da wäre zunächst die Frage, wo kommen die Diamanten überhaupt her? Ich bin Deutsche. Und mein Bruder arbeitet in einer Automatenfabrik in Idar-Oberstein, wo sie diese Puppen herstellen. Er kümmert sich um den Versand. Ja, erzählen Sie weiter. Ich höre zu. Und Ihr Bruder hat was gegen Hohlköpfe. Ich meine, er hat was hineingetan, was gewöhnlich nicht hineingehört. Diamanten. Ja. Und Peugeot nahm ich in Paris die Diamanten in Empfang. Es war für ihn ein Bombengeschäft. Mein Mann war der Zwischenhändler. Er trug das volle Risiko, aber verdient hatte wenig. An dem Tag, als er starb, da hat Maurice mit Monsieur Peugeot gesprochen und er hat ihm gesagt, dass er nicht mehr mitspielt, wenn der Verdienst nicht geteilt würde. Ja, ja, und weiter? Mein Mann hat ihm Bedenkzeit bis zum nächsten Tag gegeben, aber abends, mein Mann war ja in der Firma geblieben wegen dieser Reparatur, da hat mich Peugeot zu Hause angerufen. Er tobte und wollte unbedingt wissen, wo er meinen Mann erreichen konnte. Ich habe es ihm gesagt. Das werde ich mir nie verzeihen. Und Sie glauben also... Ich bin ganz sicher. Er muss zu Maurice in die Firma gefahren sein und er hat ihn umgebracht. Und in der letzten Nacht ist er zurückgekommen, um auch die Puppe zu stehlen. Aber meine Herren, einer nach dem anderen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich mich hier so verschaukeln lasse. Mir das dann noch sehr ruhig anhöre. Da haben Sie recht. Die Reihe zu reden ist jetzt an Ihnen. Also gut. Nadel mit den Diamanten gebe ich zu. Das ist aber nett von Ihnen. Aber alles Übrige, das sind doch Hirngespinste. Sehen Sie, Monsieur, und genau da bin ich anderer Meinung. In einer Sache bin ich nämlich ganz sicher. Sie haben tatsächlich vorgestern Chazal in seinem Büro aufgesucht, um mit ihm über den Preis für den berühmten Zigeuner zu verhandeln. Ich bin auch in einer Sache ganz sicher. Ich habe Chazal um 7 Uhr verlassen und seitdem keinen Fuß in die Werkstatt gesetzt. Dann werden Sie mir auch sagen können, was Sie zwischen dem Zeitpunkt, als Sie Chazal verlassen haben und 1 Uhr nachts taten. Ich war essen. Und zwar mit Zeugen. Und dann bin ich schlafen gegangen. Allein? Braucht man zum Schlafen auch Zeugen? Jetzt reicht's mir aber! Sie verkennen Ihre Situation grundsätzlich. Ich werde Sie vorläufig festnehmen lassen, bis Ihr Alibi überprüft ist. Verdunklungsgefahr, Monsieur. Der Ausgang ist hier, Monsieur. Darf ich vielleicht meinen Mantel mitnehmen? Bitte holen Sie ihn. Nein, nein, ich bringe ihn schon. Ach, und nehmen Sie doch noch das Protokoll mit Madame Chazal auf. Aber gern, Madame, bitte, wenn Sie mitkommen wollen. Und kann ich dann gehen? Das kann ich Ihnen erst sagen, wenn ich mit dem Untersuchungsrichter gesprochen habe. Immerhin waren Sie bei dem Diamantenschmuggel beteiligt. Tut mir leid. Darf ich Ihnen helfen, Monsieur? Oh, danke. Oh, Sie haben Ihren Knopf verloren. Was, wo? Da. Oh ja, danke schön. Nein, nein, wo haben Sie ihn denn Ihrer Meinung nach verloren? Na, wahrscheinlich nebenan. Glauben Sie das wirklich? Sie haben ihn ja gefunden. Ja, aber nicht in meinem Büro. Sondern in der Werkstatt der Herren Chazal und Vernet. Und zwar unter dem Fenster, durch das der Mörder eingestiegen ist. Was sagen Sie jetzt? Das ist aber eine böse Überraschung, nicht? Nein. Nein, das ist nicht wahr. Ich habe es ja nicht getötet. Das ist nicht wahr. Aber es ist doch Ihr Knopf, oder? Also gut, ich will reden. Ich war gestern in der Werkstatt, aber nicht in der Nacht, in der er getötet wurde. Ach, und Sie glauben, dass wir das glauben? Als ich hörte, dass Chazal tot war, wollte ich meine Ware haben. Es waren ja Millionen, um genau zu sein, 3 Millionen. Ich hatte bezahlt. Wollte die Diamanten nicht dieser Dame überlassen. Eine so traurige Witwe ist sie auch nicht. Das Erste, woran sie gedacht hat, war, die Steine für sich zu retten. Es blieb mir keine andere Möglichkeit. Ich musste in die Werkstatt einsteigen, um mir mein Eigentum zu holen. Um nötigenfalls mit ihrer Pistole nachzuhelfen, wie? Nein, nein. Als ich die Sicherung rausdrehte für den Ausstellungsraum und die Werkstatt, da fiel einer herunter. Darauf hörte ich Monsieur Vernet und floh in die Werkstatt. Als er kam, verlor ich die Nerven und schoss. Und dabei haben Sie weniger gut gezielt als in der Nacht vorher. Ich habe Chazal nicht erschossen! Das sagen Sie! Wenn ich ihn ermordet hätte, dann hätte ich doch meine Diamanten gleich mitnehmen können. Wachmeister? Chef. Führen Sie den Herrn auf sein Zimmer, er wird bei uns wohnen. In Ordnung, Chef.
Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Sie haben jetzt Zeit zum Nachdenken. Ich bin überzeugt, es wird Ihnen einfallen, was in der ersten Nacht passiert ist. Monsieur Janot, ich bin ja einige Eigenmächtigkeiten von Ihnen gewohnt. Aber dass Sie jetzt auch wichtige Ermittlungsergebnisse unterschlagen, das ist neu. Ein guter Mitarbeiter hat eben immer einige Überraschungen für seinen Chef parat. In diesem Fall einen Knopf. Und warum erfahre ich nicht, dass Sie ihn gefunden haben? Ich habe ihn ja gar nicht gefunden. Was? Monsieur Pigeot ist ein sehr korrekter Mann. Als er hier ankam, war der Knopf noch an seinem Ärmel. Wie? Als ich dann den Mantel genommen habe, sah ich, dass der Knopf nur noch an einem Faden hing. Er hat ihn ohne dies verloren, heute oder morgen. Da dachte ich mir, er soll doch noch zu etwas nützlich sein. Ach, und an diesem seidenen Faden hing unsere gesamte Beweisführung. Nur das Ergebnis zählt, nicht wahr, Chef? Das sind doch Ihre Worte. Oder finden Sie meinen Trick wirklich nicht gut? Nur das Ergebnis... Ja. Was ich noch sagen wollte... Haben Sie den Bericht des Gerichtsarztes gelesen? Nein. Er liegt hier auf Ihrem Schreibtisch. Na, nun reden Sie schon. Chazal soll in der ersten Stunde seiner Verdauung gestorben sein. Sagen Sie mal, Janot, können Sie sowas auch anständig formulieren? Dazu bin ich eigentlich schon zu lange bei der Polizei. Und schließlich ist es ja auch nicht mein Bericht. In der ersten Stunde seiner Verdauung... Moment. Ja, natürlich. Für mich ist der Fall klar. Und für Sie. Meine Damen und Herren, ich danke für den Applaus. Ich darf Ihrem Beifall entnehmen, dass für Sie der Fall klar ist. Denn die Frage von Kommissar Bernard war ja ganz gezielt. Für ihn sei der Fall klar und für Sie. Nun, ich glaube, Sie wollten damit nicht ausdrücken, dass Sie tatsächlich bis ins letzte Detail hinein die richtigen Indizien aufgespürt haben. Also sollen jetzt hier stellvertretend für Sie zu Hause und für unsere Gäste hier in der Friedrich-Ebert-Halle 3 prominente Gäste daran gehen, diese Nuss zu knacken. Und um noch einmal auf Mexiko zurückzukommen, bleiben wir doch im Jargon der Fußballweltmeisterschaft. Schicken wir die beste Mannschaft auf den Rasen. Eine Mannschaft, die sicher ist in der Ballbehandlung, jedenfalls soweit es die zugeworfenen Bälle betrifft, die international erfahren ist, Vollprofis und jeder Einzelne ein Liebling von Ihnen. Ich darf in das Zimmer bitten, Cornelia Frobes. Cornelia, darf ich Sie durchbitten und mich erst einmal herzlich bedanken, dass Sie gekommen sind. Dort rüber bitte. Und hier bitte Platz zu nehmen. Wir haben allen Grund, ganz besonders dankbar zu sein, dass Sie gekommen sind, denn es gibt ja 2 sehr massive Gründe, die Sie eigentlich hätten daran hindern können. Das erste sind im wahrsten Sinne des Wortes 2 Gründe, nämlich die beiden Kinder. Ja, doch, die nehmen mich ganz schön in Anspruch, ja. Und der zweite Grund ist das Theater. Sie haben ja gerade vor wenigen Tagen hier in Hamburg eine neue Premiere gehabt und man hat, wie es bei uns auch im Film heißt, über die Fernsehkünstlerin nur Gutes gelesen. Und was ist nun über Cornelia Frobes und ihre Beziehung zum Krimi zu sagen? Na ja, jeden Freitag schaue ich natürlich auch, ja. Wenn Sie kein Theater haben. Die Krimi-Spezialistin, das heißt der Krimi-Spezialisten unserer Familie ist allerdings meine Mutter. Mhm. Und die wünschte ich halt jetzt so sehnlichst bei mir. Also, sonst wollen Kinder immer ihre Eltern möglichst fern haben. Aber jetzt wünsche ich, dass meine Mutter hier ist. Die weiß ja schon vor der Sendung, wer der Mörder ist. Wieso? Haben Sie noch irgendwelche Zweifel, Cornelia, wer es ist? Ja, na, ich habe ja nur Vermutungen, nicht? Ach, Sie haben nur Vermutungen. Ich kann nur vermuten. Na, aber wenn Sie vermuten, richtig vermuten... Ich fand es vor allem so toll fotografiert und so verwirrend fotografiert. Und in unserer Aufmerksamkeit haben wir also... jetzt besonders aufmerksam, weil wir irgendjemanden ermitteln müssen, haben wir also so konzentriert auf jedes kleine bisschen, ich glaube, dass man den großen Bogen verloren hat. Übrigens, dieser Satz ist doch herrlich für einen Kriminalbeamten, dass wir irgendjemanden ermitteln müssen. Mhm. So kann man es auch nennen. Ich würde sagen, wir wollen eine ganz bestimmte Person ermitteln, aber Sie sind ja nicht alleine, Cornelia. Ja, Gott sei Dank. Wir haben Ihnen ja eine ungeheure Nebenmannschaft, also wenn Sie der Mittelstürmer sind, einen fabelhaften Linksaußen oder Rechtsaußen, hier
zugesellt, nämlich Anneliese Rothenberger. Anneliese? Nee, Frau, es ist für mich heute deswegen so furchtbar einfach. Ich brauche nicht lange zu sagen, wer was ist. Hier ist es tatsächlich bei unseren heutigen Gästen und natürlich ganz besonders auch bei Ihnen so. Man sagt einen Namen, ein Name ist ein Begriff. Sie haben es am Beifall gemerkt, gespürt. Und es gilt jetzt für Sie auch, kriminalistische Farbe zu bekennen. Welche besondere Beziehung haben Sie zum Krimi? Ich denke da beispielsweise, dass es ja auf dem Sektor der Musik kaum etwas gibt, was Sie nicht nur angepackt, sondern auch mit Erfolg, mit Riesenerfolg bewältigt haben. Wie sieht es mit dem Krimi aus? Nun ja, also ich meine erste Krimi-Erfahrung habe ich in der italienischen Oper gemacht. Also fast jede Oper ist ein Krimi. Wenn Sie Rigoletto oder Troubadour oder Don Carlos denken, das hat ja alles, oder Carlos ist vielleicht schlecht, aber Maskenball. Aber da weiß man ja den Täter immer sofort, weil das ist, der Bösewicht ist ja meistens der Bassbariton. Da hat man nicht lange zu raten. Das ist also auch sehr einfach. Ich muss sagen, ich bin konsterniert. Ich war auch sowas von überkonzentriert, weil man nichts versäumen will. Und darüber verliert man, glaube ich, die große Linie. Aber wir werden sehen. Also einen Bassbariton konnte ich Ihnen in der Tat nicht liefern. Aber ich kann Ihnen einen Begleiter, einen Helfer, wie ich ganz sicher bin, liefern, der es wirklich in sich hat. Ein Mann, den man nennt, mit Recht nennt und der als solcher geführt wird in den Annalen des Sports, als der Weltchampion, der Trabrennfahrer Hänschen Frömming. Hänschen. Hänschen, wieso darf ich eigentlich Hänschen sagen? Warum sagt kein Mensch Hans? Na, bei meiner Länge. Hänschen, wir bleiben dabei beim Hänschen. Und war das richtig, wie ich es ausgedrückt habe, der Weltchampion, der Trabrennfahrer, ist es vielleicht richtiger gesagt, wenn es das gäbe, der Weltmeister? Ja, das ist ungefähr dasselbe. Und das ist so, das kommt eigentlich daher, weil ich die meisten Rennen gewonnen habe. Die meisten überhaupt, die ein Trabrennfahrer im Sulky gewonnen hat, wie viel sonst? Genau, darf man danach fragen bei einer solchen Zahl? Es ist mir immer peinlich, darauf zu antworten, aber einer muss ja die meisten gewonnen haben. Wie viele waren es? 4.873 bis jetzt. 4.000? Ich höre ja noch nicht auf. Nein, Hänschen Frömming, Sie hören wirklich noch nicht auf, obwohl, das darf man bei Ihnen sagen, und das wäre auch eine Frage an unsere Zuschauer, für wie alt man sie schätzt. Und das garantiert wird falsch geraten. Ich darf es verraten. Sie werden morgen 60. Und dann wird wohl auch wann der 4.800 und wie viel war es? 74. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, was Sie gesagt haben mit meinem 60. Bei so charmanten Partnerinnen sind Sie nicht zu. Also, jetzt hätte ja sowieso morgen in der Zeit. Also Hänschen, ich muss Ihnen schon sagen, wie Sie das machen vor der Sendung, mir ins Ohr flüstern, aber den 60. Geburtstag, den möchte ich doch gerne hören. Und jetzt mich hier so zu verkaufen, ich kann Ihnen nur sagen, ich räche mich nachher, wenn ich lese, was Sie aufgeschrieben haben. Sind Sie sich sicher, wer es war bei uns? Das Ding war noch nicht. War doch so verzwickt, wie kann man sich da sicher sein? Hänschen Frömming, ich bin ganz sicher, dass Sie eine Lösung finden werden. Es hat kompliziertere Rennen gegeben, aus denen Sie einen Ausweg gefunden haben. Es müsste doch mit was geht es bei Ihnen zu? Was sagt man denn? Geht es auch bei Ihnen mit dem Däubel zu? Oder? Aber wie? Eben, also geht es mit dem berühmten Däubel zu, wenn Sie hier heute keinen Erfolg haben sollten. Für Sie aber, meine Damen und Herren, für Sie erst einmal, liebe Gäste, jetzt das Meer des Schweigens, Konzentration und Ruhe. Und für Sie zu Hause, wie immer in den Pausen, keine Pause. Wir wollen Sie musikalisch unterhalten mit einer jungen Künstlerin, die zäh und energiegeladen monatelang, jahrelang darum gekämpft hat, an die Spitze zu kommen. Jetzt hat sie es geschafft. Sie kennen sie vom Fernsehen, von der Schallplatte und vom Rundfunk. Es ist Fifi Brix. Und Fifi Brix nimmt auf ihre Art noch einmal Bezug auf Mexiko zu dem dramatischen, spannenden, oft kriminell spannenden Geschehen und besingt das Schicksal der Fußballbraut. Ich bin eine arme Fußballerfrau und sonntags, da bin ich allein.
Mein Mann hat einen klassischen Körperbau und ist im Sportverein. Dreimal in der Woche, da geht er zum Trainieren. Viermal in der Woche, da geht er zum Massieren. Sonntags um 10, da können Sie ihn sehen, wie er Kniebeuge macht, dass der Knochenbau kracht. Dann kommt schon der Bus und dann muss er gleich fort an irgendeinem fernen Austragungsort. Spät nachts kommt er heim mit Gesang und Radau, denn haben sie gewonnen. Ha, 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 ha. Dann ist er meist blau. Ach, ich bin eine arme Fußballerfrau und sonntags, da bin ich allein. Mein Mann hat einen klassischen Körperbau und ist im Sportverein. Und unsere Ehe ist auch schon keine mehr. Das Training, sagt er, strengt an viel zu sehr. Er streichelt das Haar mir, was hab ich davon? Er denkt nur an seine Sportkondition. Er schläft wie ein Bär und schnarcht ganz abnorm. Beim Frühstück sagt er, jetzt bin ich in Form. Dann schnappt er den Koffer. Auf Wiedersehen, Schatz. Oh, weia, hab ich eine Wut auf dem Fußballplatz. Hörte er mir ganz allein. Da brach er sich sonntags das Wadenbein. Schick, wa? Ich durfte ihn hegen, ich durfte ihn pflegen. Ich habe ihn bedient und die Wade geschient. Ich brachte ihm immer das Essen ans Bett. Und ach, ich war ja so glücklich. Und er war so nett. Tja, jetzt bin ich schon wieder so lange allein. Denn es heilt viel zu schnell so ein Wadenbein. Und ich hab ihn doch lieb und ich bin seine Frau. Aber ich pfeif auf den klassischen Körperbau. So. Ja, aber nun zum Thema. Ich möchte natürlich gern noch etwas Kriminelles bringen. Die Küchenmoritat. Mariechen war höchst tugendsam. Doch als ein schlechter Mensch mal kam und tat, was da so üblich, ihr Ende war betrüblich. Sie lebt von ihrem Mittagstisch und kocht den Gästen Fleisch und Fisch. Und muss sind sie erschienen, die Herren selbst bedienen. War wunderschön von Angesicht, auch ringsherum, da fehlt es nicht. Drum viele abonnierten und kauend nach ihr stierten. Der böse Kerl kam stets zuletzt und er, sobald er sich gesetzt, belästigt und geschliffen mit Worten sie und griffen. Mal ein Besteck und rief, Sie bleiben morgen weg, das geht ja nun schon so seit Wochen, für Sie mag ich nicht mehr kochen. Verschwand, Punkt, worauf er Wut entbrannt mit dem Besteck, ihr Nachgarant fand auch dank der Gerüche sie schnell in ihrer Küche und während sie Kartoffel pufft. Erstach von hinten sie der Schuft. Gabel in Klammern mit Messer ging's höchstwahrscheinlich besser. Er stach in seinem wilden Zorn das arme Mädchen bis nach vorn und sah sie samt dem Zinken in ihre Pfanne sinken. Doch da ihr Herzblut rausgezischt, das teure Gas im Herd erlischt, was, da er's nicht bedachte, den Mörder Umlauf brachte. Erledigte ihn still das Gas, starb er ohne Reue und Buße, noch vor dem Apfelmuse. Mariechen kam aus Tugend um und die Moral sei also drum, gib lieber solchen Rohlingen Bestecke nicht aus Solingen.
Vielen Dank, Fifi Brix. Vielen Dank, Fifi Brix. Und vielen Dank auch für die Überleitung wieder zum kriminellen Geschehen. Und das bezieht sich nicht auf das, was Sie geschrieben haben, meine Frau. Ich schaue hier und lese als ersten Satz die öligen Augen. Ist das ein neuer Operntitel oder? Ach nein, es geht ja noch weiter. Es geht ja auch noch weiter. Die öligen Augen der Witwe. Oh Gott, das wird derartig unheimlich. Ich habe das Gefühl, das ist ein noch viel besseres Drehbuch. Wollen wir das jetzt uns für eine Sekunde später aufbewahren und erst einmal nach links hinüberschauen zu Hänschen Frömming. Hänschen, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie Ihre literarischen Ergebnisse bereits? Ergebnisse bestimmt, aber ja, ob sie literarisch sind. Wir werden das gleich merken, Hänschen, wenn wir eben noch Cornelia Froberts gefragt haben. Wie sieht es aus bei Ihnen? Haben Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen? Könnten Sie jetzt also Ihre Akte dem Untersuchungsrichter zustellen? Bitte, ja. Wunderbar. Dann wollen wir nicht länger zögern, denn ich kann mir vorstellen, meine Damen und Herren, auch bei Ihnen zu Hause haben ja doch die Diskussionen beachtliche Phonstärke erreicht, sind jetzt wieder etwas abgeebbt. Und nun wollen Sie wirklich wissen, wer der Täter war. Und da wollen wir Sie nicht auf die Folter spannen, dürfen hier unsere drei Gäste in das etwas bequemere Vernehmungszimmer bitten. Liebe Gnefrau, darf ich Sie hinüber begleiten? Hänschen, sind Sie so nett? Und Cornelia, darf ich Sie auch bitten? Wenn Sie sich freundlicherweise hier hinsetzen. Cornelia, vielleicht da? Ja. So. Und Hänschen, bitte, ich kann verstehen, dass Sie hier hören wollen, aber ich muss in der Mitte sitzen, damit ich alle Zettel gleichzeitig sehen kann. Das will ich doch sein lassen, Cornelia. Holen wir nachher nach. So, übrigens, ich habe vorhin gehört, Sie kennen sich aus irgendeiner Veranstaltung an diese... Wir haben eine wunderschöne Erinnerung. Das heißt, ich habe eine wunderschöne Erinnerung. Wir waren schon richtig. Ja, und zwar gab es hier mal so einen prominenten Derby in Hamburg. Ja. Und ich war also verlegen in puncto Kleidung und Hans Frömming war also so reizend und gab mir seine Hose. Und damals war ich also noch ein bisschen kräftiger. Und sie passte. Da war noch viel Babyspeck an mir und sie passte mir. Sie war mir sogar zu eng. Aber ich wurde Zweite, nicht? Naja, ich dank meine... Dank dieser Hose. Also das würde ich auch mir sozusagen erbitten. Wer immer in ihrer Hose ist, sollte also zumindest unter den ersten drei sein. In ganz, ganz besonders reizende Gastgeber. Ja, Cornelia, da ist aber eine Frage, glaube ich, doch ganz interessant für unsere Zuschauer. Ist es nicht einigermaßen gefährlich, sich als junge Dame in den Sulki, als Frau überhaupt in den Sulki zu setzen? Oh, da hat mir Herr Frömming fabelhafte Anweisungen gegeben. Herzchen, was haben Sie erzählt? Ja, soll sich am Zügel festhalten und das Pferd machen lassen, was es will. Und das funktioniert? Ja, das ist eigentlich ganz logisch. Für uns ist es ganz logisch, denn Frauen haben im Durchschnitt eine viel weichere Hand als Männer. Das ist jetzt kein Flachs. Mhm. Und daraus ergibt sich, dass die Pferde wunderbar bei Frauen reagieren. Ein Champion des Charmes, nicht nur bei den Trabern. Zur Sache, die öligen Augen der Witwe Chazal lassen nichts Gutes vermuten. Damit sind wir mitten im Thema, liebe gnädige Frau. Aber gefühlsmäßig halte ich die Schwester Vernets für nicht ganz astrein. Das Hörgerät ist zu penetrant und manche Mütter gehen für die Söhne über Leichen. Stimmt aber sicher nicht, in solchen Sachen bin ich ganz schlecht und das ist ganz groß geschrieben. Und ich finde dieses Schlussbekenntnis zauberhaft. Und was den Inhalt angeht, darf ich noch mal fragen, Sie legen sich auf die Witwe Vernet fest? Nein, auf die Schwester. Auf die Schwester, ja, die ist ja eine verwitwete... Ich lege mich gar nicht fest, aber ich komme nicht durch. Es ist mir alles zu verwirren. Immer dachte ich, aha, jetzt habe ich's. Und dann kam wieder etwas, was einen völlig auf ein anderes Gleis geschoben hat. Ja, so sind nun mal die Bücher. Ich kann mir vorstellen, Sie sagten es vorhin ja auch schon, dass Sie viel Praxis darin haben, aber ich finde doch, wir bleiben ruhig einmal bei dieser Schwester Vernet. Und rufen jetzt Hänschen Frömming und fragen ihn, Anneliese Rothenberger, wollen wir mal reinschauen, gemeinsam, was er geschrieben hat. Nicht so viel. Leider kann ich keine Namen behalten. Ja, das darf ich eben noch für Sie auch zu Hause sagen. Die Namen sind ja auch wirklich Schall und Rauch. Es ist ja viel wichtiger, wenn wir sagen, die Schwester von Vernet und so weiter, dann weiß jeder, wer gemeint ist. Und so sagt auch Hans Frömming einfach, und so sage ich, nämlich er einfach, für mich war die Mutter des Sohnes, welcher die Edelsteine gemaust hat, die Mörderin. Punktum, Hans Frömming. Die Mutter des Sohnes und doch nicht der Vater. Die Mutter des Sohnes, welcher die Edelsteine gemaust hat, die Mörderin. Hänschen Frömming hat auch noch das Datum drunter gesetzt. Da möchte ich doch jetzt mal Cornelia fragen,
Also, wenn ich Ihnen helfen soll beim Lesen, gell? Das ist ein bisschen schwierig. Oh nein, das ist doch immerhin zu erahnen. Genauso wie ich schon nach dem ersten Blick annehme, also dass Sie auch erahnt haben. Also V ist immer Vernet und CH ist der Chazal. Aha. Ja, ich habe das abgekürzt. Wunderbar. Dann wollen wir eben schauen, meine Vermutung, wer der Täter sein könnte. Vernet, sein Motiv, Schwester, Neffe, Chazal, alle... Unterdrücken seine Persönlichkeit und so weiter. Will die Firma, Motiv ist hier da, er will die Firma langsam an sich ziehen und so weiter. Vielleicht weiß Chazal auch von seinen Beziehungen und so. Das ist ja eine umfassende Geschichte. Darf ich fragen, haben Sie gerade in letzter Zeit so etwas gespielt oder? Das ist ja ein tolles Buch. Nein, wieso? Aber gedenken Sie demnächst etwas zu spielen? Sind Sie direkt eingestellt schon auf diese Geschichte? Auch nicht? Nein. Ja, Cornelia, dann muss ich sachlich noch einmal festhalten, dass Sie sich auf Monsieur Vernet festgelegt haben. Ja. Anneliese Rothenberger, noch ein letztes Wort. Auf die Schwester. Auf die Schwester. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, Sie haben eben so nett geschaut. Oh, wer ist doch die Schwester? Aber, Hänschen Frömming, Sie bleiben also bei der Mutter des Sohns, welcher die Edelsteine gemaust hat. Ja, das ist ja dieselbe. Das ist die gleiche. Die Schwester, ja. Also, das ist die gleiche. Sie meinen natürlich die Schwester von dem Vernet, ne? Gut. Dann möchte ich Sie zu Hause auch nicht länger auf die Folter spannen. Ich bitte jetzt, Paris zu rufen. Kommissar Bernard soll die Aufklärung bringen. Hier ist die Lösung. Oder was meinen Sie? Ich meine in erster Linie den Bericht des Gerichtsarztes. Und vier Punkte, auf die Sie während der Untersuchung achten mussten. Auf vier. Zwei Punkte will ich jetzt schon nennen, für die, die ihre kleinen grauen Zellen nicht überstrapazieren wollen. Punkt 1 betrifft den Abend, in dessen Verlauf Monsieur Chazal ermordet wurde. Eva? Entschuldige, ich esse gerade ein Sandwich. Warte bitte nicht mit dem Essen auf mich. Wird spät, ich habe noch zu tun. Eine Reparatur. Na ja, so... bis 11 wahrscheinlich. Der geht ins Theater. Der geht doch schon schlafen. Erinnern Sie sich noch? Gut. Und jetzt zu Punkt 2. Du bist ja noch gar nicht dran, entschuldigen Sie bitte. Apropos Püppchen. Wir wussten, dass Madame Eva, die Frau des toten Chazal, beim Fernsehen arbeitete. Und wir wussten auch, dass sie sehr attraktiv war. Ja, und deshalb ging Monsieur Janot zu ihr ins Studio. Nun, Madame, das alles sind Ihre Angelegenheiten. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wann haben Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen? Gestern Morgen. Er fuhr ins Geschäft und ich zur Probe. So. Aber er hat mich gestern Abend noch einmal angerufen. Mhm. Und... wann war das genau? So gegen 8. Er wollte mir sagen, dass er jetzt später käme. Er hätte noch eine Reparatur auszuführen. Und das würde bestimmt bis 11 dauern und ich sollte nicht auf ihn warten. Waren Sie denn nicht beunruhigt, dass Sie überhaupt nicht... Schlussfolgerung. Chazal hat um 8 Uhr gegessen. Nach der Autopsie ist er in der ersten Stunde seiner Verdauung gestorben. Das heißt zwischen 8 und 9. Wer hatte nun um diese Zeit die Möglichkeit, den Mord zu begehen? Da haben wir zunächst Monsieur Peugeot, den Schuhkaufmann, mit dem regen Interesse für Schaufensterpuppen. Dann Monsieur Vernets Neffe, Roger. Und dann die Frau des Toten, Madame Eva Chazal. Sie hatte tagsüber Fernsehproben und war sehr müde, als sie mit ihrem Mann telefonierte. Wer bleibt sonst noch? Natürlich, Madame Hélène, die reizende Schwester des Monsieur Vernet. Sie brauchte nur die Treppe hinunterzugehen. Und natürlich auch Monsieur Vernet selber, der nach seinen eigenen Angaben der Letzte war, der Chazal lebend gesehen hat. Und zwar gegen 9:30. So. Und jetzt sind Sie dran. Einer von diesen 5 muss es gewesen sein. Aber wer? Ich gebe Ihnen noch einen Tipp. Erinnern Sie sich an den Abend, an dem der Mord geschah? Chazal Vernet, guten Abend. Ah, Monsieur Lefer.
Sagst du was denn, morgen früh und das war zugesagt? Aha. Ja, das geht schon in Ordnung. Kunde ist König, ja, Sie können sich darauf verlassen. Na, Monsieur. Lefer will morgen früh die Tippmamsell haben. Würden Sie das bitte veranlassen? Die Tippmamsell? Die Mittelachse ist doch gebrochen. So, Mittelachse gebrochen. Und Sie haben Pommerat gehen lassen. Von dem Termin wusste ich ja nichts. Ja, da müssen Sie die Reparatur eben selber ausführen. In 3 Stunden werden Sie ja wohl damit fertig sein, oder? Das geht nicht, Chazal. Das ist wirklich ganz unmöglich. Ich habe heute Karten für die Comédie Française. So, ich glaube, das brauchen wir nicht mehr, denn wir sind jetzt tatsächlich bald am Ziel. Also, es war am Morgen nach dem Mord an Monsieur Chazal, ganz am Anfang der Untersuchung. Na, funktioniert sie? Ja, weiß ich nicht. Probieren Sie es doch mal. Das bedeutet, der Einbrecher ist nach 11 Uhr gekommen. Am nächsten Morgen war sie repariert. Chazal wurde zwischen 8 und 9 getötet. Damit ist klar, dass er nicht bis 11 an der Reparatur hat arbeiten können. Aber wer hat sie denn repariert? Natürlich der Mörder. Und er hat uns auf diese Weise gezwungen, die Tatzeit auf 11 festzulegen. Zu dieser Stunde hat er ein Alibi. Nun werden Sie mir sagen, dass zu dieser Zeit 3 unserer Verdächtigen eins hatten. Peugeot, Vernet und der Neffe. Aber nur einer von ihnen war imstande, die Reparatur auszuführen. Nämlich Vernet. Ja, Herrgott, ich wusste nicht mehr weiter. Ich wollte nicht auch noch das Letzte verlieren. Was heißt das Letzte? Nein, diese Frau, das Kind und all das. Ich hatte zum ersten Mal ein richtiges Zuhause. Wurde ich nicht dauernd gedemütigt, nicht dauernd schikaniert. Erzählen Sie von vorn. Gut, also, ich hatte mich zum Ausgehen umgezogen. Ist der noch nicht weg? Noch einen Augenblick und ich überlege es mir, dann machen Sie die Reparatur. Mein Gott, ich mach's doch sonst immer. Ich habe nur meine Zigaretten vergessen. Sie sein. Sehr feine Familie. Ihr Neffe hat wohl doch recht gehabt. Sie sind wirklich ein mieser Kerl. Ja, ja. Sie können das nie verstehen. Oh, doch, 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 doch. Bei Schwesterchen müssen Sie über jeden Pfennig Rechenschaft ablegen. Und Madame Chrysantheme ist sicher sehr verwöhnt. Das hier war doch wieder für Sie, nicht? Was wollen Sie damit sagen? Der Blumenladen. Mein Gott. Sie wundern sich, woher ich das weiß. Sehen Sie, ich habe mir schon lange den Kopf darüber zerbrochen, warum Sie alle Geschäftsanteile an mich verkauft haben. Scheinbar ohne jeden Grund. Bis ich eines Tages erfuhr, dass Sie einen Blumenladen gekauft haben, genau gegenüber von einem unserer Kunden. Der war vorhin hier, Monsieur Peugeot. Peugeot. Welt ist klein, ne? Übrigens, die Dame wird sich sicher jetzt sehr geschmeichelt fühlen, wenn sie erfährt, dass sie auch noch für sie stehlen. Ich fürchte nur, ihre Schwester wird dafür weniger Verständnis haben. Mein Gott. Naja. Sie haben es ja nicht anders gewollt. Das
ist 20.30 Uhr. Und nun weiter in unserem Unterhaltungsprogramm. Tja, so war das. Und den Rest kennen Sie. Vernet verließ die Stätte seiner Tat, um seine Inszenierung anlaufen zu lassen und uns damit glauben zu machen, dass ein Einbrecher da war. Anschließend hat er die Puppe repariert. Aber es hat ihm nichts genützt. Moral von der Geschichte: Vor Sekretärinnen sollte man sich in Acht nehmen. Selbst wenn sie Puppen sind. Guten Abend. Ja, eine Tür ist ins Schloss gefallen, verehrte Damen, verehrter Sportsfreund. Eine Tür ist ins Schloss gefallen und wir wissen, wer es war und warum es nur eben dieser Monsieur Vernet sein konnte. Und wenn ich mir hier durchlese, was Sie geschrieben haben, finde ich, Sie waren haarscharf an der Lösung. Also, ich muss sagen, immerhin, die Mutter oder vielmehr die Schwester war so unsympathisch, also eigentlich. Und Sie haben es auch so nett formuliert, Anneliese Rothenberger, ich würde sagen, man sollte eine Fortsetzung drehen, wo sie es dann wirklich ist. Und was unsere Freundin Cornelia anbelangt, Sie haben ja den Täter effektiv ermittelt, zwar ein bisschen, ich möchte sagen, im Husarenstreich sozusagen, aber ein Untersuchungsrichter, dem Sie die Akte zeigen, würde sich wahrscheinlich nie erlauben, noch nach näheren Beweisen zu fragen. So will ich es damit auch bewenden lassen. Und Hänschen, Sie haben sich als echter Gentleman natürlich den Worten Ihrer Vorrednerin angeschlossen. Und so bleibt mir eigentlich nur noch mal daran zu erinnern, dass Sie morgen 30. Geburtstag haben. Und Ihnen aus diesem Grunde habe ich mir erlaubt, Ihnen Ihre Lieblingslektüre, Carter Brown, zu überreichen. 72 Bände. Das nächste Mal errate ich es dann. Ich bin ganz sicher. Und Anneliese, als kleinen Trostpreis, Cornelia, es hätte ja fast für Sie ein Lorbeerkranz werden können, aber wir wussten nicht, wer es jetzt herausbekommt, dass Sie alle so nahe liegen, konnten wir nicht ahnen. Wir sind glücklich und hoffen, dass es bei Ihnen zu Hause zu einer ebenso harmonischen Lösung geführt hat. Ich darf Sie jetzt noch bitten, uns für den nächsten Termin vorzumerken, für den 19. September. Und ich wünsche Ihnen, wo geht es überhaupt hin, Anneliese Rothenberger? Zu den Salzburger Festspielen. Ja, was ist in der nächsten Zeit überhaupt, wo wir unbedingt uns zu Ihnen einschalten oder zu Ihnen reisen müssen? Ja, eben zu den Salzburger. Es festwöchelt überall und also auch in Salzburg. Und da sind wir diesen Sommer. Wunderschön, auch Salzburg. In Mannheim und in Zürich und in Bern. Überall sind Festwochen. Also es geht ganz, ganz bewegt wieder zu bei Ihnen. Ja, bis Oktober leider noch. Dann bleibt mir nur Ihnen besonders herzlich zu danken, dass Sie in diese Terminplanung hinein Zeit, Mut gefunden haben, zu uns zu kommen und sich so bravourös, diesmal ganz ohne Stimme, sondern nur aus der Stimmung heraus, geholfen haben, dem Täter auf die Spur zu kommen. Cornelia, was ist bei Ihnen das Nächste? Ich reise auch ins Salzburgische. Wir haben dort, also wir leben dort, auf dem Lande. Ja, und ich mache gar nichts. Ja, das ist natürlich eine fabelhafte Beschäftigung. Ich glaube, Hänschen, ganz so gut haben Sie es nicht. Nein, morgen geht's nach München, dann zurück nach Hause. Das heißt, Mailand ist ja jetzt mein Zuhause. Und da bleibe ich 14 Tage ungefähr, reise da auch so ein bisschen rum und dann geht's nach New York. Also ganz international, meine Damen und Herren. Ich glaube, wohl der Polizei, die sich preisen kann, drei solche Detektive in ihren Reihen zu wissen. Angenehmes Wochenende.